Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns das Leben schenkt, er sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Geschätzte Gläubige, seid herzlich willkommen geheißen zu unserer Frühmesse. Wir grüßen auch Liberatus, unseren lieben Freund, der dieses Wochenende bei uns weilt und mit uns die Messen zelebriert. Wir sind noch in der Freude des gestrigen Hochfestes von Leichnam und in der Freude, dass wir jetzt Heilige Messe feiern dürfen. Denn jede Messe ist eine Begegnung mit dem auferstandenen Christus und mit der Liebe Gottes, eine Liebe, die uns ewiges Leben verheißt und bereitet, wie wir gestern gehört haben. Lassen wir uns ein auf diese stille, aber machtvolle Gegenwart. Erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden schenke uns der gnädige und barmherzige Herr. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Heiliger Gott, du hast deinen Sohn der Schmach des Kreuzes unterworfen, um uns der Gewalt des Bösen zu entreißen. Gib uns die Gnade, dass auch wir deinem Willen gehorchen und einst in Herrlichkeit auferstehen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Auch aus dem Buch über den Propheten Elia hören wir heute: In der Stille begegnet uns die ganze Fülle Gottes. Lesung aus dem ersten Buch der Könige. In jenen Tagen kam Elia zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Da zog der Herr vorüber, ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? Er antwortete: Mit Leidenschaft bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus. Bist du dort angekommen, salbe Hazael zum König über Aram, Jehu, den Sohn Nimischs, sollst du zum König von Israel salben, und Elisha, den Sohn Schafats aus Abel-Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle.
Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz erscheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, er starb am Kreuzestamm. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Haltet fest an Worte Christi, dann leuchtet ihr als Lichter in der Welt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, dass du sollst nicht in die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Untucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, ein kurzes Wort zum heutigen Evangelium. Ich habe es schon angedeutet, wir sind in der neuen Lehre Jesu, in der großen Bergpredigt, die er spricht zu denen, die ihm nachfolgen. Da müssen wir gleich einmal eines verstehen: Alle, die Jesus nicht nachfolgen, die es besser wissen wie er, verstehen diese Worte nicht. Alle Worte, die uns von Jesus zukommen, dienen dazu, uns auszurichten nach seinen
Wahrheiten, die er uns von Gott offenbart. Und dann kann jeder selber entscheiden, ob er lieber nach seiner Version sich die Welt zurechtrichtet oder nach der Version, die der Schöpfer in die Welt hineingelegt hat. Die Bergpredigt dient dazu, um uns ins Licht zu führen. Und jeder, der diese Wahrheiten nicht hört, ist im Dunkeln, sagt Jesus. Das Halleluja-Wort des heutigen Tages, es mag uns helfen. Denn diese Worte, sie sind nicht einfach in einer gebrochenen Welt zu verstehen. In einer Welt, die nicht nach der Ordnung Gottes lebt. Das Wort des Halleluja-Verses war, euer Licht soll leuchten in dieser Welt. Leuchten vom Licht Gottes her, wie es in der Hostie uns auch immer wieder vor Augen gestellt wird. Ja, mehr noch, wer würdigen Herzens ist, kann dieses Licht ja dann auch aufnehmen in sich. Also gehen wir nicht zu leicht drüber hinweg über die Worte Gottes, sondern nehmen wir sie dankbar an, denn sie führen ins Leben, ins Glück. Heute wollen wir uns nur mitnehmen, wenn es da schon heißt, vom Verlangen, denn es ist immer das Verlangen, das uns auch ins Böse treibt. Der Mensch will gut sein, aber wenn ein ich-süchtiges Verlangen auftritt, ist er in Gefahr, doch das Böse zu tun. Das soll für uns gelten, wir wollen kein Auge und keine Hand haben für das Böse und danach zu schauen und danach zu greifen. Unsere Vorstellung ist, wir wollen mit zwei Augen das Licht voll Gute sehen und das Licht voll Gute tun. Diese Worte über die Ehe, über die Partnerschaft, über die Liebe, eine bleibende Liebe von Mann und Frau, wie Gott sie in unsere menschliche Natur gelegt hat, gilt das Gleiche. Wir wollen das Gute tun, das, was wirklich Glück in die Welt bringt. Und Jesus gibt dafür Halt und Weisung, auch in einer gebrochenen Welt. Lasst uns das heute mitnehmen. Wir wollen Licht in die Welt bringen. Wir wollen leben, was gut ist, vor Gott und zwischen den Menschen. Amen. Lasst uns jetzt in den Fürbitten vor Gott hintreten. Gott, wir kommen zu dir. Auf dem Weg zum Leben bringen wir dir unsere Sorgen, Nöte und Schwächen. Sei allen nahe, Herr, die dein Wort verkündigen, dass sie eine Sprache finden, die von den Menschen verstanden wird. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Stärke alle, die Menschen begleiten, die körperlich oder seelisch erkrankt sind, und gib ihnen einen liebevollen Sinn und Geduld. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Lohne das Engagement all der Menschen, die sich um Verarmte, um Obdachlose und andere Notleidende kümmern, die ihnen ihren Dienst nicht vergelten können. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wecke in jungen Christen die Bereitschaft, sich in deinen Dienst zu stellen und Gottes Reich, das anders ist als unsere Welt, zu verkünden. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Nimm unsere Verstorbenen auf in deine Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutige Messintention mit einschließen. Familie Kreuzberger für verstorbene Eltern. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen in einer kurzen Stille auch unsere persönlichen Bitten vor Gott hinbringen, was wir uns heute am meisten erbitten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, erhöre uns. Vater im Himmel, wir alle haben Teil am Todesleiden Jesu. Lass auch sein Auferstehungsleben an uns sichtbar werden.
Durch ihn sei dir Herrlichkeit und Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut, du wahre Ruh. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich so spät geliebt. Ich lief verirrt und war verwendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist's durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir bringen die Gaben zum Altar, die du selbst uns geschenkt hast. Wir bringen dir unser ganzes Leben mit allen Gebrochenheiten. Nimm sie von der Kirche entgegen, mach sie für uns zum Sakrament des Heiles. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasst uns miterleben, wie Christus für die Wahrheit der hingebenden Liebe sein Leben für uns gibt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasst uns danken dem Herrn und zum Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, himmlischer Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn Jesus Christus. Er ist dein Wort, durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Heiland und Erlöser. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Er hat in allem wie wir gelebt, allem uns gleich außer der Sünde, um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holze des Kreuzes, hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe. Hochgelobt sei der, da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott. Du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich. Sende deinen Geist über diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Erlösungsleiden unterwarf, nahm er das Brot
und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu leben und dir zu dienen mit guten Werken. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Manfred und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke aller unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deine Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen, vom Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zu deiner Würde der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben, vom Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn, Jesus Christus. Durch ihn und mit dem und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Lasst uns miteinander die großen Bitten der Menschheit aussprechen, dass wirklich sein Reich hier zu herrschen beginne. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen. Gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deiner barmherzigen, verzeihenden und heilenden Liebe, die wir in deinem Sohn schauen und erfahren. Und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht am Ende unseres irdischen Lebensweges das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten.
denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der auferstandene Christus trat in die Mitte seiner Jünger mit geheilten Wunden und sprach den Friedensgruß. So bitten wir ihn, der jetzt mitten unter uns ist im heiligen Sakrament. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Hoffen und Lieben, das uns verbindet. Schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir nicken einander zu als Zeichen unserer Versöhnungsbereitschaft und Verbundenheit. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, der Auferstandene, Christus, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt alle Gottabgewandtheit in der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die das Licht Gottes einlassen. Der Leib und das Blut Christi schenke uns das ewige Leben. Lasst uns hineinspüren, wen wir jetzt in uns aufgenommen haben. Ewiges Licht Gottes, beglückend und befreiend, heilend und stärkend.
singen wir zum Dank. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, du lass mich nicht mehr irre gehen. Lass meinen Fuß auf deinen Wegen nicht strauchen oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, in der Feier der heiligen Eucharistie haben wir den Tod des Herrn bezeugt. Dieses Sakrament stärke uns an Seele und Leib, mache uns bereit, mit Christus zu leiden für die Gerechtigkeit, damit wir mit ihm auch zur Herrlichkeit gelangen. Er, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke euch jetzt für euer zahlreiches Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. Noch mehr als die strahlende Sonne heute Morgen ist uns jetzt das strahlende Licht der Wahrheit Gottes geschenkt. Lasst uns dieses Licht ausstrahlen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Es segne euch. Alle, die euch anvertraut sind, alle, denen ihr auf eurem Lebensweg begegnet, der uns so sehr liebende dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.